Hi, mein Name ist Sabrina und in diesem Video möchte ich über klassische Akupunkturpunkte sprechen. Was ist das? Das sind Punkte, die direkt für den Hund oder das Pferd entwickelt wurden und eben nicht von dem Meridiansystem des Menschen übertragen wurden. Klassische Punkte können also anderswo liegen, nicht mit Meridianpunkten deckungsgleich sein. Es gibt auch welche, die treffen mit einem Meridianpunkt zusammen, von der Lokalisation her, haben aber eine völlig andere Funktion. Und einige dieser Punkte, die also nicht direkt mit den Meridianpunkten übereinstimmen, möchte ich euch hier näher vorstellen für den Hund und das Pferd. Und dann im letzten Teil des Videos gebe ich euch eine Liste von Highlights, von Meridianpunkten, die gleichzeitig klassische Punkte sind. Warum ist mir das alles so wichtig? Ich selbst setze in der Tierakupunktur und Tierakupressur gerne klassische Punkte ein. Sie scheinen mir aus meiner Sicht besonders wirkmächtig zu sein. Jetzt möchte ich euch zunächst die Punkte beim Pferd in der Übersicht darstellen und danach nochmal die Lage in einer Abbildung verdeutlichen. Ich möchte hier zunächst sprechen über Tongtang. Tongtang liegt auf der Mittellinie des Kopfes auf Höhe der inneren Augenwinkel. Er wird eingesetzt bei Shen-Störungen und auch bei Nasennebenhöhlenentzündungen. Er liegt also zwischen Lenkergefäß 24 und Lenkergefäß 25. Dann haben wir Da Feng Men. Da Feng Men wird ebenfalls bei Shen-Störungen eingesetzt. Ich verwende ihn gerne bei Narkolepsie des Pferdes. Er trifft in seinem Hauptpunkt zusammen mit Lenkergefäß 24. Der liegt an der Schopfspitze des Pferdes. Und Da Feng Men hat dann zwei weitere Hilfspunkte, die ein Sun ventrolateral, also eine Fersenbeinbreite Richtung Nase und Richtung Seite neben diesem Punkt im Dreieck liegen. Wir gucken uns das gleich in der Abbildung an. Dann haben wir Erjian. Erjian liegt an der Ohrspitze, wird eingesetzt bei hohem Fieber, bei Hitzschlag, bei Influenza. Dann haben wir Hushu. Das ist ein Punkt am dritten trachealen Ring hier auf der Mittellinie, also im Prinzip auf dem Konzeptionsgefäß gelegen. Das ist ein Punkt, wo man jetzt tiermedizinisch zum Beispiel auch bei Kehlkopfverschluss einen Schnitt machen würde, um das Atmen zu ermöglichen. Dieser Punkt Hushu ist ein Punkt, den man als lokalen Punkt beim Kehlkopfpfeifen einsetzen kann. Dann haben wir Ding Chuan. Ding Chuan ist ein Punkt, der heißt so viel wie stoppt Husten. Der liegt ein halbes Sun neben der Rückenmittellinie auf Höhe des Punktes Lenkergefäß 14, also auf Höhe des Übergangs vom siebten Halswirbel zum ersten Brustwirbel. Dann haben wir Fei Men, ganz wichtiger Punkt. Der Punkt heißt Tor zur Lunge. Er trifft in der Lokalisation zusammen mit Dünndarm 14, aber Dünndarm 14 hat einen ganz anderen Namen und auch einen lokalen Bezug einfach zur Schulter. Also Fei Men ist einfach ein anderer Punkt sozusagen, auch wenn er an der gleichen Stelle liegt. Und das ist am vorderen Rand des Schulterblattes auf Höhe des oberen Drittels an der Strecke von Rückenmittellinie zu Bauchmittellinie. Dann haben wir Shen Shu. Shen Shu ist ein Punkt bei Yang-Mangel. Er liegt medial von Blase 26, ein Sun medial davon und das ist also auf Höhe des Spatium Lumbosacrale. Er liegt zwei Sun lateral von Lenkergefäß 3, also praktisch auf zwei Drittel der Strecke von Lenkergefäß 3 zu Blase 26. Dann haben wir Yan Qi, ein häufig verwendeter Punkt bei Fruchtbarkeitsstörungen. Er liegt mittig auf der Strecke des Übergangs von Lendenwirbel 5 zu 6 und Hüfthöcker. Und die genauere Beschreibung, die ist noch etwas komplizierter, die zeige ich euch gleich in der Abbildung. Und dann möchte ich noch erwähnen Huan Tiao. Der Punkt liegt 2 Sun kranial des großen Umdrehers des Oberschenkels. Dieser Punkt ist diagnostisch einzusetzen, zum Beispiel bei Hüfterkrankungen, die mit einer Röntgendiagnostik beim Pferd zum Beispiel einfach nicht zu erfassen sind. Und deshalb ist dieser Punkt manchmal für gewisse diagnostische Fragestellungen interessant und er kann auch therapeutisch verwendet werden als lokaler Punkt des Hüftgelenks, zusätzlich zu Gallenblase 29, Gallenblase 30 oder Blase 54.
Hier sieht man die drei Punkte am Kopf. Tongtang zwischen den inneren Augenwinkeln. Da Feng Men als Dreieck an der Schopfspitze und Erjian an der Ohrspitze. Die drei Punkte eignen sich sehr gut für die Akupunktur und vor allen Dingen auch für die Akupressur. Hier sieht man Hushu, den lokalen Punkt für den Kehlkopf, Ding Chuan, den Punkt namens Stoppt Husten und Fei Men, das Tor zur Lunge. Hier seht ihr die drei Punkte an der Hinterhand und hier ist es besonders blöd, dass die dritte Dimension fehlt. Shen Shu also liegt zwischen Blase 26 und Lenkergefäß 3, Huan Tiao liegt 2 Sun vor dem großen Umdreher des Oberschenkels und die genaue Beschreibung von Yan Qi geht so, man geht von Shen Shu 2 Sun nach vorne, dort erreicht man den Punkt Shen Peng. Shen Peng liegt genau wie Shen Shu zwischen Blase 26 und Lenkergefäß 3 liegt Shen Peng zwischen Blase 25 und dem Zwischenraum vom 5. zum 6. Lendenwirbel. Und Yan Qi liegt nun auf genau der Hälfte der Strecke zwischen Shen Peng und dem Hüfthöcker. Beim Hund möchte ich 4 aklassische Punkte vorstellen, die ich gerne verwende. Und da wäre zunächst zu nennen Da Feng Men, der liegt auch wieder auf der Kopfmittellinie hier auf Höhe der Ohrbasis. Ich setze ihn ein bei Shen-Störungen, vor allen Dingen, wenn sie mit Wind verbunden sind. Dann auch beim Hund der Punkt Erjian an der Ohrspitze einzusetzen bei hohem Fieber, bei Infektionserkrankungen. Und dann haben wir einen weiteren Punkt an einer Spitze, nämlich an der Schwanzspitze, das ist Wei Qian. Diesen Punkt kann man verwenden bei Lähmungen der Rute, bei Hinterhandschwäche und auch bei Hitzschlag oder Schock. Und als vierten Punkt möchte ich nennen An Shen, ein ganz wichtiger Punkt, der sich auch schön für die Akupressur eignet. Und tatsächlich macht man das schon intuitiv, denn an der Stelle krault man einen Hund sehr gerne. Und An Shen liegt an der Ohrbasis zwischen Dreifacherwärmer 17 und Gallenblase 20. Dreifacherwärmer 17 liegt zwischen Unterkiefer und Warzenfortsatz des Schädels in einer Vertiefung. Und Gallenblase 20 liegt hinter dem Hinterhauptsbein und auch in einer großen Vertiefung oberhalb der Atlasflügel. Hier sieht man also Da Feng Men auf der Kopfmittellinie auf Höhe der Ohrbasis und Erjian an der Ohrspitze. Auch Wei Qian ist leicht zu finden, er liegt an der Schwanzspitze. Und hier sieht man An Shen, der wörtlich übersetzt heißt, beruhigt das Shen, ein Punkt, der sich ganz vortrefflich für die kraulende Akupressur eignet. Dann möchte ich eigentlich einen Überblick geben über wichtige Punkte, die sowohl übertragene Punkte vom Meridiansystem sind, als auch gleichzeitig klassische Punkte. Und das sind jetzt als Meridianpunkte beim Pferd Dickdarm 10 und Dickdarm 18 zum Beispiel. Das ist Magen 1, Magen 2, der Punkt, den ich beim Headshaking gern verwende, Magen 6, Magen 7, Magen 31, Magen 36, mein Lieblings-Qi-Beweger und Magen 45. Auf dem Dünndarm-Meridian haben wir Dünndarm 3 als klassischen Punkt, Öffner des Lenkergefäßes, Dünndarm 9, Meisterpunkt der Vorhand, dann haben wir Dünndarm 19. Und beim Blasenmeridian haben wir Blase 1. Wir haben alle Rückenschuhpunkte, die beim Pferd klassische Punkte sind. Außerdem Blase 16, Blase 17, Blase 24, Blase 24, das Meer des Qi ist ein klassischer Punkt. Dann haben wir Blase 54 und Blase 60 noch als klassische Punkte auf dem Blasenmeridian. Auf dem Gallenblasenmeridian haben wir Gallenblase 1 am Auge, dann haben wir Gallenblase 20 zum Ausleiten von Wind und Gallenblase 26 als Alarmpunkt des Gürtelgefäßes. Auf dem Lenkergefäß haben wir Lenkergefäß 3 und Lenkergefäß 4, Lenkergefäß 14, 24 und 27. Auch das sind alles klassische Punkte beim Pferd. Und als einzigen Yin-Punkt, als klassischen Meridianpunkt haben wir Konzeptionsgefäß 24 beim Pferd. Punkte, die beim Hund gleichzeitig klassische und Meridianpunkte sind, fangen wir beim Dickdarm-Meridian an. Das sind Dickdarm 4, Dickdarm 10, Dickdarm 15 und Dickdarm 20. Auf dem Magenmeridian haben wir Magen 1, Magen 7, Magen 25, Magen 35 und Magen 36.
Auf dem Dünndarm-Meridian ist es Dünndarm 9 als Meisterpunkt der Vorhand. Dann haben wir auf dem Blasen-Meridian Blase 1, Blase 21 und Blase 23. Es fällt hier auf, dass längst nicht alle Schuhpunkte hier klassische Punkte sind. Wir haben also nur den Rückenschuhpunkt des Magens und des Nierenfunktionskreises. Und dann haben wir als klassischen Punkt auf dem Perikard-Meridian mal einem Yin-Meridian, Perikard 6, als Punkt gegen Übelkeit unterbrechen. Auf dem Dreifacherwärmer-Meridian haben wir Dreifacherwärmer 5, den ich gerne bei Schmerzen der Vorhand einsetze, und Dreifacherwärmer 17, ein Punkt bei Ohrenproblemen des Hundes. Und auf dem Gallenblasen-Meridian ist es Gallenblase 20 zum Ausleiten von Wind. Auf dem Lebermeridian, hier mal wieder ein Punkt auf einem Yin-Meridian, haben wir Leber 3 als klassischen Punkt beim Hund. Und auf dem Lenkergefäß haben wir die Punkte Lenkergefäß 1, 3, 4 und 14, die beim Hund klassische Punkte sind. Und auf dem Konzeptionsgefäß, also wieder mal zwei Punkte auf einem Yin-Meridian, sind es Konzeptionsgefäß 22 und 24. Warum ist mir das alles so wichtig? Klassische Punkte wurden direkt für die Tierart entwickelt. Wo immer es passt, verwende ich sie also besonders gerne in Akupunkturkonzepten. Andere Punkte, die ich gerne verwende, sind zum Beispiel die Meisterpunkte. Und dann nehme ich Videos auf zum Thema Akupunkturkonzepte. Ich habe viele Videos auf meiner Playlist Tierakupunktur über die verschiedenen Typen von Akupunkturpunkten. Und ich nehme auch immer wieder Videos auf zu Akupressur, zu bestimmten Punkten, die sich dafür besonders gut eignen. Abonniert meinen Kanal!